Und da heiße ich euch herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zu Games und Gersten Souls im 19. Teil mit Dark Souls 2. Hinter mir sitzt immer noch die gute Cloanne. Sie ist im letzten Teil nicht gleich nach Majula aufgebrochen, das wird sie aber bald werden. Da fange ich ja richtig toll an hier, gut im Deutsch. Wir schlagen uns heute hier in diese abstruse Windmühle. Oder in dem Fall sollte man sagen Giftmühle vor, indem wir uns im Erntetal weiter vorarbeiten. Und da würde ich sagen, gehen wir da mal hin. Hier, guck mal. Das war so ein Indianer, der immer so gehört hat, weißt du? Wisst ihr, früher haben die Indianer ja so ihre Ohren so auf die Erde gelegt, um Sachen in Entfernung zu hören. Aber er hat so am... Oder er mag einfach diesen Felsen ganz doll. Naja, müssen wir mal gucken. Es wirkt also auf jeden Fall jetzt nicht so schön, auch diese Blutlachen hier, das wirkt nicht so einladend und selbstverständlich sind auch diese, ich kann ihn nicht anvisieren, dieser Kollege dort, der ist auch nicht zu unterschätzen, die haben nämlich, glaube ich, einen Instakill sogar apropos, Instakill, hier so einer. Tschüss. Ja, der hat, die sind nicht ohne hier, die Kollegen, die haben, glaube ich, eine Insta-Kill. Die schießen nämlich mit schwarzer Magie. Außerdem ist dieser ganze Nebel hier alle verseucht, aber hier können wir rein theoretisch runter und relativ sicher sein. Aber wir versuchen den mal aus der Ferne auszuschalten. Außerdem habe ich noch Anti-Gift-Zeug, aber wir versuchen ihn mal hier mit, guten Tag, kommen Sie mal bitte her. Also das Ding, dieses, was er hier schießt, das Ding ist wirklich nicht ohne. Darf man nicht unterschätzen. So. So, Ruhe. Geh mal aus dem Weg, weil ich will hier nicht so viel Gift abbekommen. Also ich werde irgendwann zwangsläufig hier vergiftet werden. Erst recht, wenn ich hier die ganzen Items hole. Und da liegt auch ein Skelett, das, glaube ich, wieder aufersteht. Aber hier gibt es auch ganz nette Sachen und hier gibt es auch noch ein paar kleine Geheimnisse. Ich habe natürlich hier so Moose mit, die mich so ein bisschen, aber dann von der Vergiftung heilen. Aber schwindende Seele, Titanitscherbe, ja, jetzt kann man hier wieder ein bisschen stehen bleiben und versuchen, die ganzen Sachen abklingen zu lassen. Wie gesagt, der Anfangslevel ist hier, also das hier mit dem Gift, das ist ganz okay. Das ist gut machbar. Ich lasse mal hier das Gift ein bisschen abklingen. Ich habe übrigens eine relativ hohe Giftresistenz, ist mir gerade aufgefallen. Also, das geht eigentlich, wie sich das Gift, das macht sich nicht. Und hier gibt es also, wie gesagt, ganz viel Upgrade-Material. Das ist ganz fein. Da können wir ein bisschen was farmen, sozusagen. Aber ich habe hier extra ja noch giftiges Moos. Habe ich ja im Jägerhain bekommen. Und da kommt man hier eigentlich ganz gut durch. Schön, dass sich das dann gleich danach anschließt. Wir haben im Jägerhain natürlich noch, wie man sagen würde, unfinished business. Also wir haben da noch eine Rechnung offen mit einem optionalen Boss. Müssen wir mal schauen, wann wir das angehen. Will ich mich jetzt auch noch nicht festlegen. So, jetzt lasse ich mich mal vergiften. Weil dann machen wir nämlich mal schnell die Runde. So. Achso. Hier ist noch was. Kann man hier hoch? Nein. Gut. Jetzt muss ich mich noch langsam heilen. Genau, von der Vergiftung heilen. Und natürlich auch mein Leben heilen. Aber ich habe hier so einen Lebensstein. Den können wir gleich mal verwenden. Dann haben wir den aufgesammelt. Und da müssten wir hier alles haben. Von der Sache her. Ja. So. Jetzt haben wir dann alles gekriegt. Ich glaube, wir haben ein bisschen was. Wir gucken mal ins Inventar. Ich glaube, wir haben hier, genau, sowas haben wir hier gekriegt, schimmernden Lebensstein, ja, giftiges Moos, wir haben irgendwie giftige Wurfmesser bekommen, da haben wir jetzt ganze 20 Stück, die werden wir auch noch brauchen. Was ist denn hier eigentlich? Stärkt vorübergehend Riftresistenz, ne? Das können wir dann demnächst jetzt mal gleich dann benutzen. Ich glaube, haben wir noch ein paar Seelen gekriegt und, glaube ich, Titanitbrocken, und hier kleine seidige Steine haben wir gekriegt. Na, das hat sich doch gelohnt. So, jetzt gehen wir noch da hinten in die Höhle, also ihr seht ja hier, da so eine kleine Höhle und dann gehen wir hier weiter. Denn hier in der Höhle sind wichtige Sachen drin. Erstmal sind hier, glaube ich, genau, ist hier ein Skelett. So, genau, da unten ist noch was. Hier oben ist aber auch was.
Und hier oben ist auch jemand, den wir lange nicht kennengelernt haben. Denn hier müsste genau der gute Gavlan sein. Schön. Das habe ich im ersten Teil gedacht, hier kann man noch was kaputt machen. Das sieht doch aus wie beim ersten Durchspielen gedacht. Das kann man doch kaputt machen. So. Was hat ein Gavlan hier für eine Kiste bewacht? Krudenstein, also Upgrade-Material. Schön. So, genau. Der Gavlan, der kennt uns nämlich. Er kann auch sprechen, während er trinkt. Ja, das ist eine seltene Fähigkeit, die nur seine Spezies hier besitzt. Ich guck mal, was wir doppelt haben. Also, doch, hier. Das haben wir doppelt. Hier ein Zimmetar können wir verkaufen. Das haben wir doppelt. Oh, was haben wir hier doppelt? Streitkolben. Achso, wir haben aber einen magischen Streitkolben und einen normalen. Aber einen Morgenstern haben wir doppelt. Den können wir auch verkaufen. Einfach mal ein paar Seelen verkaufen. Ein paar Sachen verkaufen, die wir doppelt haben, die wir auch nicht mehr großartig brauchen. Brauchen wir irgendwelche Schilder nicht. Was ist hier eigentlich? Fußsoldatenschild. Das können wir eigentlich auch verkaufen. Ja, den Rest behalten wir erstmal noch. Einfach so aus Lore-Gründen, genau. Was haben wir? Rüstung. Da kann ich doch bestimmt was. Hab ich doch bestimmt was doppelt. Schurkenrüstung hier, genau. So, ja, machen wir das noch ein bisschen. Schurkengamaschen. Was haben wir hier? Oh, das haben wir zweimal. Varäger-Gamaschen, ja. Varäger-Rüstung müssten wir zweimal haben, genau. Ach, hier, diese ganzen Königssoldatenhelme. Na, kriegen wir ja ein bisschen Seelen. Schön. Da freue ich mich. Genau, so. Und jetzt haben wir, glaube ich, alles nur noch einmal. Fein, Ringe haben wir auch mal. Können wir alles hier... Nee, gut. Alles klar. Gut, Gavlan. Ach so, nee, Gavlan, blöd. Ich wollte eigentlich mit dir noch jetzt was kaufen. Ja, ja. Genau, nehme ich noch ein bisschen Giftresistenz, wenn du das noch für mich hast. Genau. Ah, da kostet eins 1500. Nee, das, dann habe ich dann... Müssen wir mit dem arbeiten, was wir haben. Ja, wir gehen heim. Also, heim ist vielleicht das falsche Wort, aber wir gehen... jeden Fall erstmal noch hier runter. Das gebe ich auch noch eine kleine Kiste. Genau. Ich weiß gar nicht, was hier drin ist. Auf jeden Fall sind wir jetzt gleich vergiftet. Göttlicher Segen und Feuersamen. Ah, Feuersamen ist wieder für unsere Pyromantie-Flamme. Ist ganz gut. So, heilen wir uns. Okay, und dann geht es auch schon weiter. Durch dieses Level hier. Genau, jetzt kommt eine etwas kniffligere Stelle. Es kommen noch ein paar knifflige Stellen. Es kommt noch eine richtig fiese Stelle. Und wir sammeln wieder ein paar Fackeln ein. Das ist ganz fein. Weil auf der Fackeluhr hatten wir lange nicht mehr irgendwelche Sachen. Hier stehen nämlich zwei solche Idioten. Wir bewachen ein Tor. Das können wir definitiv nicht gebrauchen. Das heißt, die müssen weg. So, was ist hier? Hexer. Was? Hexer. Urne? Hexerin-Urne stand doch da sicherlich. Ich habe jetzt gerade irgendwas mit Urin gelesen. Das ist es, glaube ich, nicht. Also mit Urin werfen wir hier nicht. Wir können aber das hier wieder relativ lame gestalten, weil wir haben ja giftige Wurfmesser. Das heißt, wir können mit Gift arbeiten. Oh, oh! Ich dachte, das prallt dort ab. Ach, Gottchen, nee. Na, das ist natürlich nicht so schön. Das hatte ich mir nicht so vorgestellt. Ja. Gut, dann nicht. Dann müssen wir das irgendwie anders machen. Ja, schön. Naja, ich habe ja gesagt, also das ist ein Insta-Kill hier, die Sache mit diesen Kollegen da, dass die mit dieser schwarzen Magie dort... Naja, gut, wenigstens müssen wir jetzt hier nicht mehr durch. Also wir müssen nur noch ihn hier wieder aus dem Weg räumen. Ihmchen hier. Ja, dann können wir hier mal die Wurfmesser verbraten. Da hoffen wir, dass man nicht zielen kann. Ja, kann man nämlich nicht. Na, hallo? Stärkt das, hau das mal die Giftresistenz. Der hat gar keine Giftresistenz. Giftresistenz. Ja gut, macht natürlich Sinn in dem Gebiet hier. Ja, dann halt nicht. Dann müssen wir ihn so kaputt machen. Ich dachte, er hat eine Giftresistenz. Na gut. Ja, gut. Hätte ich auch eher drauf kommen können, ich Depp. Naja, egal. Gut. Dann die normale Variante. So, dann müssen wir mal nochmal hier meine Estus-Vakone nehmen.
eingibt, dass die jetzt nicht so schlau sind. Doof, doof, doof. Ja. Muss man hier Anti-Vergiftungszeug essen. So. Gut. Ja, das Skelett da hinten steht da nicht wieder auf. So, zweiter Versuch. Eigentlich, dass meine Seelen dort legen, wo ich relativ gut an sie rankomme. Okay, zweiter Versuch. Vielleicht von hier oben. Vielleicht mit Blutung. Komme ich von hier oben ran? Können sie da? Ja, wir können es höchstens dann mal probieren. Weil rein theoretisch, also da oben müssen wir hin. Wir müssen nämlich diesen Hebel dort betätigen, damit wir dieses Tor aufkriegen. Und danach ist dann auch gleich schon wieder ein Leuchtfeuer. Das heißt, rein theoretisch müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ja. Ist halt eine schwierige Stelle. Also es ist jetzt nicht ohne. Also wenn man jetzt nicht großartig zaubern kann. Also ich kann ja ein bisschen zaubern. Aber das macht denen ja halt nicht so viel, den Jungs. Och Gott! Ja. Herr Jemine. Naja, schön. Alles klar, seht ihr mich hier wieder ein bisschen failen. Das hatte ich mir eigentlich ganz anders vorgestellt. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir ja relativ gut durchkommen, aber nein. Gut, dann müssen wir zur letzten Variante hier greifen. Und zwar, wir nehmen uns einen Bogen und machen die Stelle hier ganz lahm. Ja, das habe ich mir natürlich ganz anders vorgestellt. Wo ist mein Bogen? Mein kleiner, lieber Bogen. Habe ich eigentlich... Ne, wir nehmen hier meinen Bogen. Hallo, Bogen? Danke. So, dann müssen wir meinen kleinen, lieben Bogen nehmen. Und dann uns da oben hinstellen und dann hier die Kollegen wegsnipern. Oh Gott, ach so, Quatsch. Ich bin jetzt total raus hier. Zwei Tode, also das ist ja, das ist ein bisschen bitter, liebe Freunde. Also das ist wirklich ein bisschen bitter. Das hätte man auch anders lösen können hier. Hallo. Ich habe jetzt immer ein bisschen Angst, wenn diesen Ball da schießen. So. Und ein Glück, dass die... Nein! Ach Mist, wollte ich hochrollen aus der Vergiftung raus. Naja, gut, wenn wir ja schon mal vergiftet sind, dann können wir es ja gleich hier lassen. So, dann müssen wir mal... Wo ist denn hier? Da. So. Dann noch ein Estus-Flakon und jetzt stellen wir uns da oben hin und snipern die halt weg. Das ist halt zwar die ganz lame Variante, aber das Problem ist, dass das halt ein Insta-Kill ist. Das nervt mich halt ein bisschen. Aber keine Sorge, wie gesagt, das kriegen wir alles hin. So. In der Hoffnung, dass sie hier oben nicht hinkommen. Also wenn die jetzt hier oben hinkommen, dann... Reicher Scheiße. Nee. Oder? Nein. Alles klar. Ich hatte schon Angst gerade. Ups. Ja, Mensch, jetzt kommen hier... Oh. Die haben aber auch viel Leben. Ich glaube, die haben ja die Sache auch gepatcht, weil... Oh. Mensch! Kann der mal stillstehen? Der immer dieses Hin- und Herlaufen. Das nervt ja richtig. Hallo. Seht ihr übrigens, dass das gar nicht nur dieses Vieh ist? Das ist mir war schon eher aufgefallen, und euch ja sicher auch, sondern dass da einer draufsteht, der es quasi lenkt. Wie so ein Reittier. So, jetzt aber. Gut. Eins kaputt. Bleibt noch ein zweites, in der Hoffnung, dass hier die Untoten nicht runterfallen. Bei denen können wir natürlich jetzt versuchen anzugehen, ohne dass er uns erwischt. Also wir können es zumindest probieren.
Okay. Ja, passt. Gut, alles klar. Ach, da ist er runtergefallen von seinem Reittier. Also gut, einer geht. Also einer ist überhaupt gar kein Ding. Aber zwei sind dann halt schon noch ein bisschen... Also ich weggeduckt unter meinem Schlag. Oh, hallo. Schönen guten Tag, liebe Freunde. Kommen Sie mal her. Kommen Sie mal her. Wir möchten mal... Das Gute ist... Oh Gott, jetzt habe ich diesen Fehler gemacht. Das Gute ist an der ganzen Geschichte, wenn man jetzt hier dann... Wie gesagt, deshalb haben sie... Das ist zwar relativ Dark Souls untypisch, weil es recht angenehm ist, aber die haben halt dann hier gleich ein Leuchtfeuer hingesetzt. Das heißt, man muss sich mit diesen zwei Kollegen rein theoretisch nur einmal beschäftigen und dann hat man es auch geschafft. Gut, ich habe mich jetzt insgesamt dreimal mit ihm beschäftigt, weil ich mich angestellt habe wie der erste Mensch. Aber hey, gut. Kann mal passieren, denn hier ist gleich das nächste Leuchtfeuer. Leuchtfeuer Ahoi, da setzen wir uns auch gleich nochmal dran. Wie gesagt, die bemerken uns da nicht, wenn wir hinter ihnen lang gehen. Die Kollegen. Und jetzt kommen hier die. Jetzt kommt wieder mal noch eine weitere fiese Stelle. Also hier gibt es viele fiese Stellen. Erstens mal gibt es hier Löcher, in die man reinfallen kann. Das sollte man nicht tun. Zumindest nicht ohne vorher hier diese Löcher, meine ich. Und dieses Loch dort. Da wollen wir dann auch noch hin. Was gibt es hier eigentlich? Achso, hier geht es dann weit. Glaube ich. Ja, ich glaube, hier geht es weit. Naja. Oder? Ja, hier geht es weiter. Genau. Aber bevor wir das machen, holen wir uns noch ein paar Gegenstände. Unter anderem, die hier auch drin sind. Aber als erstes machen wir das fieseste. Machen wir die fieseste Stelle, die ist. Hier. Oder? Hä? War nicht hier? Hallo, genau. Wieder so ein großer Kollege dran. Und wenn man an diese Items hier, die hinter mir sind, die habt ihr jetzt vielleicht gerade nicht gesehen, ran will, dann muss man ihn dazu bringen, dass er nicht seinen Feuerball macht, sondern ein bisschen näher rankommt an die ganze Geschosse hier. Ups. Jetzt kaputt gemacht, dann kommen wir näher ran hier. Nein. Jep, jetzt kann man ihn nämlich kaputt machen. Anders kommt man nämlich nicht an diese Gegenstände hier ran. Aber wie gesagt, ein Glück, dass die relativ langsam sind. Okay, wollen mich trotzdem treffen. Aber wie gesagt, ein Glück, dass der relativ langsam ist. Ein Glück, dass es gleich beim ersten. Ich glaube, das lohnt sich hier nicht mal. Doch, eine Fackel, das ist ganz gut. Der Flower des Untoten, aber da, also so kommt man halt. Ah, Pike des alten Ritters, jetzt haben wir endlich. Ah, ne, ich hatte schon. Bin auf schon die Lore eingegangen von diesen alten Rittern. Das ist richtig. Hab ich schon gemacht. So, was ist hier? Ach so, hier ist. Ah ja. Okay. Ja. Okay. Hier ist A. Genau. Versuch Fackel. Machen wir auch gleich. Wir haben einen Flammenschmetterling, denn hier ist wieder unten giftig. Oh, faules Harz, sehr gut. Können wir unsere Waffe vergiften. Aber bringt uns in diesem Level natürlich gar nichts. Warum ich auch auf die Idee gekommen bin, dass mir giftige Wurfmesser was bringen, das ist auch so eine Geschichte. Naja, egal. Philipp ist halt ein bisschen doof. So, erstens mal nehmen wir hier so eine komische Frucht. Die fressen wir jetzt, dass wir ein bisschen mehr Giftresistenz haben. Dann benutzen wir einen von unseren Giftschmetterlingen, Giftflammenschmetterlingen. Dann ist es hier schön hell. Und hier unten sieht man nämlich normalerweise gar nichts. Aber wenn man hier so eine Fackel nimmt, dann sieht man schon ein bisschen mehr. Und wie ihr seht, hilft mir diese komische Pflanze oder diese Frucht, die ich da gegessen habe, schon relativ gut gegen Gift. Also das muss man wirklich sagen. Und dann können wir auch schon wieder hier die Fackel ausmachen. Und jetzt uns dem fiesesten Ort in dieser ganzen Butze hier widmen. Nämlich einem, den man genauso lame gestalten muss wie alles hier in dieser ganzen Geschichte. Nämlich, wenn man hier reingeht, kommt man nicht wieder zurück. Und hier gibt es vier lustige Typen, die alle einem ans Leder wollen. Nämlich diese Kollegen. Wenn man richtig schlau ist, dann macht man hier so.
kann auch richtig doof sein. Quatsch. Mist hier. Und muss man die einzeln irgendwie immer versuchen, weil die fallen hier immer so schön runter. Ich will mal versuchen. Also, das sind halt vier solche Kollegen und die sind halt nicht ohne. Oh, ich habe hier immer diesen Bogen. Das ist so dumm. Wenn man sie hier, aber die kommen halt nicht aneinander vorbei und sobald man an ihnen mal vorbeikommt, kann man immer noch wieder. Ja. Wop. Wop! Kamera! Das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Hinter mir sind sie jetzt wieder. Also ihr seht, das ist nicht ohne hier. Das ist auch wieder so typisch, ein typisches Dark Souls-Ding. Ich gehe immer zu früh, habe ich so ein Gefühl. Na, wenigstens fallen sie wirklich nacheinander immer runter. Das ist ganz gut. Ja, sobald man dann, wie gesagt, so die auf 3 oder 4 reduziert. Boah, fuck, jetzt habe ich dich getroffen, ey. Das ist dumm. Dürfen sie wirklich runterfallen? Nein, tun sie nicht. Gut. Dann hat man jetzt ein Problem. Komm, fallt mal alle runter. Mal alle runter. Ei! Jetzt hat man ein richtiges Problem. Ich muss doch mal nicht vorbeikommen, danke. Oh. Ich stelle mich aber heute wieder auch an, ey. Ohne Flachs. Man kann die, glaube ich, hier reinlocken, aber weiß ich nicht, ob das so gut ist. Kommt auch noch die hier. Ich wollte meinem Affenbrotbaum schütteln. Wir können es ja mal probieren. Also wie gesagt, die schlausten sind sie nicht. So, einer tot. Gut. Bleiben noch 3. Da kommt der nächste Schmerzpatient. Das ist wirklich eine fiese Stelle. Also, muss ich mal wirklich sagen. Komm. Und ich mach gerade irgendwie auch gar nicht so viel Schaden. Fällt mir gerade auf. Boah. Ja, geht mal alles schön zurück. Weil die kommen hier irgendwie nicht. Also, die trauen sich hier irgendwie nicht rein. Zumindest nicht einer nach dem anderen. Und dann gehen sie auch irgendwie immer zurück. Keine Ahnung, warum sie das tun. Also sie haben Angst ein bisschen vor Ritter Klaus, habe ich so ein Gefühl. Kann man natürlich nachvollziehen, weil Ritter Klaus ist halt relativ badass. Also ist ja Ritter Klaus der Zweite. Fuck! Okay, lass mich mal kurz was trinken, danke. Also sobald wir diese Stelle hier gemeistert haben, dann bin ich auch relativ froh darüber, weil da brauchen wir nämlich nicht mehr hin. Dann gibt es nur noch die anderen schweren Stellen. Sag mal, wo seid denn hier alle? Hallo. Okay. Das sind noch 2. So, und wo sind die 2 hier? Hinten. Was machen sie denn da hinten? Und jetzt kommt der eine an und sagt sich, oh ja, da hab ich jetzt mal Bock drauf. So, jetzt kommen alle her. Oh Gott, voll daneben. Komm her. Jetzt haben wir einen reingelockt, aber das nützt ihm. Oh, ich komme irgendwie nicht so schnell zurück, kann das sein? Huhu. So, jetzt haben wir mal einen schweren Angriff gemacht. Komm, schlag mal zu. Hallo.
So, jetzt haben wir den letzten und den kriegen wir relativ simpel hin. Obwohl es natürlich, muss man dazu sagen, ihr ist euch vielleicht schon aufgefallen, die haben ein bisschen mehr Lebenspunkte als die Kollegen im Jägerhain. Also da haben wir ja, sind wir ja schon mal auf die getroffen, aber da hatten sie irgendwie ein bisschen, sag mal, irgendwie ein bisschen weniger Lebenspunkte. So, gut. Denn hier will man auch hin, weil hier gibt es relativ viel, relativ viele Items. Einfallspinselgewürze, das haben sie echt schön schlecht übersetzt, weil die heißen, glaube ich, Skeptic Spice und also diese Gewürze, die sind dafür da, oh, große Identitätsscherbe, sehr gut. Die sind dazu da, dass man nämlich die Attribute, die man für bestimmte Zauber braucht, also nehmen wir mal einen Zauber und dafür braucht man 22 Intelligenz und dann nimmt man so ein Gewürz und dann braucht man eben nur noch, keine Ahnung, ich glaube 20 oder keine Ahnung, ja, hier so ein Skeptiker-Gewürz gibt es genauso, da braucht man eben nur noch 20 Intelligenz anstatt 22 Intelligenz. So, nachdem wir hier jetzt waren, genau, so, und jetzt kommt, oh, zwei Duftzweige, sehr gut. Und jetzt müssen wir uns mal diesem Kollegen hier widmen. Ah, ich habe keinen, obwohl, wir können es mal probieren, weil da hinten geht's in den Tod, das heißt, wir sollten ihn nicht allzu sehr triggern. Jupp. Ah, gut. Weil hier geht es nämlich in den Tod. Da passiert dann nichts mehr. Wow, mal gut. Titanitscherbe, große Titanitscherbe, Bleistein. Wunderbar. So. Gut. Dann haben wir das hier auch geschafft. Die ganze Geschichte. War dann auch hinter uns gebracht. Das heißt, wir gehen jetzt hier weiter. Das machen wir noch. Wir versuchen noch zum nächsten Leuchtfeuer zu kommen. Das wird leichter gesagt als getan, weil wieder hier diese Kollegen sind. Ich überprüfe mal, wo sie hinschießen. Schießen sie dagegen? Oder schießen sie? Die schießen dagegen. Sehr gut. Nein? Okay, also das ist trotzdem irgendwie eine relativ beschissene Stelle hier. Weil ja, meine Kollegen trotzdem einen irgendwie treffen können aufgrund der Boxen. Außerdem gibt es hier dann noch andere Kollegen, die einen ans Leder wollen. Nämlich diese Herren da mit ihren komischen Hämmern. Außerdem ist hier hinten, glaube ich, noch einer. Ich sehe ja auch gerade wieder ein bisschen schlecht. Diese Leute mit den Hämmern, die sind sehr einfallslose Gegner. Generell ist halt, wie gesagt, dieses Level hier, also ist es nicht so optimal, das muss man wirklich mal sagen. Oh, alter irdischer Stein, das ist auch Upgrade-Material. Gut, also wie gesagt, dieses ganze Level hier, das ist auch nicht, sieht auch nicht schön aus. Es ist nicht sehr einfallsreich, es sind einfach nur Typen mit Hämmern. Ja, du Depp, ja, vergifte dich selber. Du bist ein. Na komm her. Gut, okay. Bevor wir uns noch diesen hier weiterlangen, will ich noch ganz wichtig wohin. Ich habe dann noch einen Termin. Achso, naja, wenn wir an das Item, an die Items noch ran wollen, müssen wir natürlich aus dem Weg räumen, ist ja ganz klar. Aber ich habe noch einen wichtigen Termin hier. Den muss ich auch definitiv noch wahrnehmen. Den will ich in diesem Teil auch noch wahrnehmen. Vielleicht beenden wir dann hier dann auch gleich den Teil an der Stelle. Denn hier ist eins der besten Sachen, die jemals in diesem ersten bisschen dieser Gegner. Okay, der haut richtig doll zu. Ja, da bin ich nochmal weggerollt. Hier will ich gegen ihn kämpfen. Hier ist ein bisschen mehr Platz. Mehr. Yep, das ist gut. Das will ich. Dass du solche Sachen machst. So, sehr schön. Ja, die Gegenstände holen wir dann noch nicht im nächsten Teil. Aber was wir definitiv noch machen, ist hier hingehen. Hier ist nix. Liebe Freunde, hier ist nix. Auch wenn es so aussieht, dass hier vielleicht sein könnte. Aber dafür ist hier was. Der geilste Covenant der Welt! Der Sonnenlichtaltar aus Dark Souls 1. Was der hier macht, ich kann es euch nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall gelobt sei die Sonne. Praise the Sun. Und das machen wir natürlich. Wir praisen sowas von the Sun. Ja, wir geloben sowas von die Sonne. Also mal ohne Spaß.
Und wir haben auch eine Sonnenlichtmedaille, die können wir auch jemandem anbieten. Je mehr Sonnenlichtmedaillen man hier anbietet, umso coole Sachen kriegt man. Man kriegt zum Beispiel ein Schild, man kriegt das Sonnenlichtschwert, glaube ich. Das Sonnenlicht Parma, oder das, ja, ich glaube, das Sunlight Parma. Das ist aber nicht so gut, genau wie das Sonnenlichtschwert. Die sind halt alle nicht so gut. Oh, hier drehen sich schön die Flügel. Ach, fein. So. Ach, die Kollegen. Machen wir vielleicht später. Machen wir vielleicht später. Erstmal hier lang. Ja, die Depp. Hast du gut gemacht. Hast dich gut selber vergiftet. Depp. So. Wer hier lang will, der muss freundlich sein. Der sollte nämlich diese Töpfe kaputt machen, weil da, die sind voller Gift. Und da reinzugehen macht wenig Sinn. Das heißt, wir schnappen uns wieder so ein lustiges Gewürz, was wir haben. Denn ich habe, glaube ich, keine schweren Pfeile dabei. Ich habe nämlich nur Feuerpfeile dabei. Schwere Pfeile habe ich nicht dabei. Das heißt, wir benutzen unseren Zauberspruch, um diese Dinger kaputt zu machen. Reicht das schon? Jo, das reicht schon. Denn hier treffen wir... Sind wir auf dem Weg in die Irrenspitze? Gibt es auch gleich dann das erste Leuchtfeuer? Aber vorher müssen wir noch hier lang, weil hier gibt es dann auch noch ein paar Gegenstände. Ja, wir sind jetzt beim Erntetal, das ist mir schon bewusst. Genau, in der Irrenspitze geht es dann nämlich weiter. Apropos, hallo, schönen guten Tag. Kommen Sie mal her. Ah, fein. Ja, hallo. Komm mal her. Komm mal. Hallo? Komm mal hier rum. Hey! Danke, kann ich dich besser sehen. Und tschüss. So, jetzt gibt's hier dann noch ein paar lustige Typen. Wo sind sie denn? Wo sind denn die lustigen Käferchen? Gab's hier nicht noch lustige Käferchen? Ja, egal. So, ach so, hier war noch eine Sache. Genau, die brauchen wir definitiv. Wenn man schnell vergiftet, ist auch nicht so schlimm, aber definitiv. Genau, Estus Flakon Scherbe. Genau. Dafür hat sich die ganze Reise doch schon gelohnt hier. Und hier oben. Achso, gibt's wieder Giftviecher. Achso, der Pharos Lockstone hier, der ist, glaube ich, sinnlos. Aber ich habe, glaube ich, auch keinen. Ach, fuck, schon wieder vergiftet. Dumm. Dumm, 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 dumm. Nicht gut. Ich hab's hier noch nicht irgendwelche... Ich glaube, der Pharos Lockstone, der war hier sinnlos, glaube ich. Ring voraus, aber sinnlos. Ja, okay, alles klar. Also, oh, ich muss mal Estus Falcon einwerfen. Ah, jetzt sind wir hier auch unten dann gleich nochmal vergiftet. Da müssen wir mal gucken. Dann nehmen wir mal vorsichtshalber einen Lebensstein. Der füllt uns nämlich, sollten wir vergiftet werden. Ah, nee, gut, Schwein gehabt. Schwein gehabt. So. Genau, wo war denn das denn? Hier. Gucken wir mal auch in der. Gibt's hier nicht noch irgendwas? Ach nee, gut, alles klar. Ja, ich muss mich erstmal wieder hier an die Sache gewöhnen. Aber eine Estus Falcon Scherbe ist nicht verkehrt. Und jetzt geht's weiter. Jetzt geht's da lang, wo wir hinwollen. Und dann holen wir beim nächsten Teil dann wahrscheinlich die Gegenstände da unten. Ich weiß gar nicht, ob die so viel bringen, dass wir uns die holen. Aber hey, wir machen es einfach mal. Und jetzt geht es... Geht's jetzt kurz schon zum ersten Leuchtfeuer? Jetzt geht's erstmal zum nächsten Boss. Na gut. Der ist natürlich auch eine Variante. Also wie gesagt, diese Typen halte ich für sehr einfallslose Gegner. Einfach nur so fette Typen mit dem Hammer. Also, ich meine, mir ist es ganz recht, weil sie halt nicht ekelhaft und schleimig sind. Aber, was, du lebst noch? Nee. Du lebst noch, Mensch. Hab ich nicht gedacht. So, hier geht's runter. Ist ja noch ein Gegenstand. Jo, hier geht's runter. Skeptikergewürz, bla bla blub. Gut, alles klar. Naja, dann geht's hier zum nächsten, dann geht's hier zum Boss. Naja, gut. Dann geht's hier halt jetzt zum Boss, dann machen wir den noch schnell. Oder machen wir den im nächsten Teil? Ach, wisst ihr was, liebe Freunde, den machen wir im nächsten Teil.
Vorher machen wir noch eine Sache, nämlich hier oben hingehen. Genau, das wollte ich noch zeigen. Dann war das hier. Da habe ich mich wieder in der Level-Architektur geirrt. Hallo. Ups. Das war tot. Das wollte ich eigentlich nicht. Oh, hallo. Du bist hier auch noch drin. Ja, das ist natürlich nicht. Hallo. Hey, wirklich um Spaß. Ich krieg diesen Sprung einfach nicht hin. Ah! Mensch, hier. Lebensstein, na, da haben wir den schon wieder bekommen. Genau, denn hier, liebe Freunde, ist, glaube ich, wenn ich mich nicht informiert bin, nee, doch nicht. Wo ist denn dann die erste? Also ich weiß, dass es hier... Ach, das war's! Fuck, ich hab das Schild oben gehabt. An der Kiste gestorben, ey, das Dümmste. Das Dümmste. Also so richtig dumm, weil jetzt müssen wir uns durch alles wieder... durchkämpfen. Ah! Ja, okay. Gut, liebe Freunde, dann machen wir hier halt Stopp. Und dann machen wir im nächsten Teil dann den Boss und alles weitere. Ja, gut. Hatte ich eigentlich gedacht, da kommen wir noch gut durch. Stimmt, da war das hier eine Falle. Ich hatte gedacht, das ist die erste lebende Kiste, die wir hier treffen. Gut, dann weiß ich Bescheid. Alles klar, ihr wisst Bescheid, liebe Freunde. Jetzt gibt's... machen wir jetzt kurz hier Pause, kurz Stopp. Wir sehen uns im 20. Teil wieder, dann ein bisschen erfolgreicher. Wie gesagt, ich mag dieses Level nicht und es wird noch schlimmer. Also stellt euch auf mehr Tode ein. Drei an der Zahl gab's. Alle drei vermeidbar, aber wie gesagt, so ist das nun mal. In diesem Sinne, bis zum 20. Teil hier bei Games und Gersten Souls mit Dark Souls 2. Ritter Klaus erholt sich ein bisschen von den Strapazen hier, der ganzen Giftsache. Und wir kriegen das schon hin. Und da wir es ja geholt haben, in diesem Teil wenigstens eine erfolgreiche Sache. Gelobt sei die Sonne, liebe Freunde. Oh.